Papa, ich schwör nie wieder. Spaß beiseite, ohne diese Kreise. R-E-W-A-M-F-I-D-O. Bevor ich jetzt in meiner dämlichen Prämoderation anfange, heute Abend streame ich um 19 Uhr live, Leute. Also checkt auf jeden Fall den Stream aus. Es gibt Liebe, Küsse und 10.000. Es gibt nichts zu gewinnen. Heute Abend 19 Uhr auf Twitch. Bevor das Video jetzt anfängt, kleine Info für euch. Im Folgenden seht ihr ein React-to-Video vom lieben Unsympathisch und mir. Wir haben uns da den neuesten Superhit von einem YouTube-Superstar gegeben. Den Link zum Originallied findet ihr in der Beschreibung. Lasst doch da gerne mal einen Daumen hoch da, schaut da mal vorbei, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderbaren Video und dem besten YouTube-Track aller Zeiten. Ja, Leute, was... ich bin hier gerade mit Sascha, meine Freunde, und ich dachte mir, wir schauen uns jetzt... Ganz kurz zu meiner Person, ich stelle mich kurz vor. Also ich bin Sascha, ich bin hier nicht das erste Mal auf dem Kanal, aber ihr braucht nicht nach den letzten Videos schauen, wo ich schon zu sehen bin, weil da Revi dabei ist und sich das eh nicht lohnt. Ich will ganz kurz, bevor die Episode anfängt, kurz... Dann hätten wir das ja auch schon geklärt, wir schauen uns heute nämlich... Nee. Freunde, wir schauen uns heute gemeinsam das Video von AvivHD an, das neue Musikvideo, weil ich dachte, das wäre einfach sehenswert. Sascha hat auch richtig... Von AvivHD, der hat neues Musikvideo... Das Vive, Lukas. Noch nie davon gehört. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen auf seinen Kanal. Wir können immer wieder stoppen. Wenn du was dazu sagen möchtest, Sascha, du kannst auch einfach rausgehen. Das Fenster ist auf, wenn du dich umbringen möchtest. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das Video geht 3 Minuten 17, habe ich gerade gesehen. Ja. Das werden 3 Minuten 17 sein, die mir niemand mehr zurückgeben kann. Leute, der Song ist nur ein Joke und aus Spaß gemacht. Also nehmt es bitte nicht ernst. Fangen wir doch direkt mal an, Sascha. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich das so sehe. Also, das Lied heißt Red Circle von Avive und Denergy. Und Denergy. Wir fangen einfach mal direkt an. Ey, yo, Avive, man. Ey, yo, Denergy. Ja, ich hab keinen Ton. Ey, Digga, meine... Hast du nicht? Nee. Ey, yo, Avive, man. Ey, yo, Denergy. Ey, Digga, meine Klicks sind so schlecht, Mann. Was soll ich tun? Ich glaub, ich hab da eine Idee. Oh, no. So, das war der erste Moment, wo ich kurz stoppen muss. ich muss ganz kurz was dazu sagen. Ja. Den Move, den die da einstudiert haben in die Choreografie, der ist mal komplett nach hinten losgegangen. Also Lukas, falls du das siehst, mach das bitte nie wieder. Man sieht das jetzt auch gerade in seinem Gesicht. Der hat auf... Guck mal, ich glaube, Denergy leidet ein bisschen, aber Avive hat gerade die Time of his life. Siehst du das? Ja, Avive sieht ein bisschen so aus, als ob er momentan in die Masse fast geht. Ich ist auf jeden Fall fett geworden. Gut, dann schauen wir mal. Und das T-Shirt von Avive, ganz kurz. Was ist denn das, Mann? Ey, das ist doch voll 2014, Mann. Warte mal, können wir mal ganz auf diesen Move zurückspulen? Welchen? Das ist so, das ist ungefähr Nico so, ja gut, ich meine, hab ich gesagt, dass ich einen Track machen will. Deshalb brauche ich den Red Circle, dazu noch der rote Pfeil. Was hat der mit seiner Schulter? Merkst du das? Guck mal, er zuckt die ganze Zeit, als ob er nicht weiß, was er machen soll. Hier schon wieder. Hast du gesehen? Ja, er war ein bisschen hilflos, ne? Den Red Circle, dazu noch der rote Pfeil. Ja, Mann, ich mache Kickball. Scheiße, Mann, ich brauche dich. Ey, schau die voll von dir an, ja? Deshalb brauche ich den Red Circle. Dazu noch der rote Pfeil. Aber er kann gut sehen, er kann gut sehen. Hast du gerade gesehen? Hast du gerade gesehen, was er gemacht hat? Haben die sich geküsst? Hey, er hat ihn weggeschubst. Da. Guck da. Findest du, das ist ein angemessenes Vorbild für unsere Jugend? Das ist ja Gewaltverherrlichung. Aber ich glaube, Avive hat so stark zugenommen, er hätte ihn gerade wegschubsen müssen, damit er jetzt in den Vordergrund kommt. Also er hätte auch einfach dran bleiben können. Rot-Weiß war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Bin leider broke, deshalb schreib ich alles selber. Doch guck mal hier alles Kreise. Findest du scheiße, weil ich bisschen clickbaite? Du hast 100 Likes mehr. Heißt ja clickbaiten, nicht biten, ne? Ja, aber ist egal, komm. Ja, ich hab 100 Kreise, yeah. Rote Kreise auf Videos zu malen ist scheinbar nicht schwer. Doch ich denk mir, was ist da los? Jeder benutzt die Scheiße. Was ist das jetzt? Warum denn? Aha, hier. Los! Ey, ich muss ganz kurz was zum Video sagen. Ja. Also der Effekt ist so gut, das hat niemals Lukas selber gemacht. Also das Video ist echt gut geworden, finde ich. Also für den Kanal von Lukas. Ja, wäre Avive jetzt einfach mal nicht in seinem eigenen Video, also in dem jetzt, wäre es gut geworden. Da hätte ich auch noch vielleicht ein Like gegeben, aber dadurch, dass Avive da selber auftaucht, meinst du, Dena wollte denn in dem Video auftauchen? Nee, ich wollte, ich denke einfach nur, das wegen dem Like, wegen dem Like-Verhältnis so. Ich kann mich vorher noch an eine Aussage von mir erinnern, dass Avive das nie wieder machen soll. Und ich habe jetzt hier eine Stelle entdeckt schon wieder. Rote Pfeile brauche.
Da war aber Moment, es ist aber rausgeschnitten. Es wurde aber fast rausgeschnitten. Schau mal. Nein, nein, aber dann davor gehen wir nach da. Gehen wir nach da. Das ist, was ich meinte. Hast du gesehen? Das ist ja kein richtiger Tanzmove. Komm, wir gucken einfach weiter. Also der natürlich kann singen, muss man nicht lassen, der kann das. Ich frag mich, warum er das so vorbei. Scheiße, Mann, ich brauch Hecklis. Deshalb brauch ich den Red Circle. Dazu noch der rote. Jetzt wird's natürlich interessant, ne? Also, was sagst du dazu? Also hätte ich das Video lieber genannt Red Circle mit einem Model. Scheiße, Mann, mein letztes Video war einfach verdammt fail. Doch dass ich. Was war das da gerade? Hast du gesehen? Nee. Mann, mein letztes Video war einfach. Da jetzt? Ja. Dann guck, ob dein T-Shirt noch passt. Verdammt fail. Nee, haut nicht hin. Man sieht halt auch, guck mal, in jedem Musikvideo gibt man sich nur ein bisschen Mühe. Man wechselt mal hier und da das Outfit. Mhm. Und Lukas hat das T-Shirt einfach mal für ein Video komplett vergewaltigt. Also ich denke auch, da kommt nochmal, das T-Shirt hat ihn safe schon angezeigt. So wegen Man muss aber dazu sagen, ich finde den Song, so schlecht finde ich ihn nicht. Ich finde ihn ganz okay. Ich finde ihn ganz gut eigentlich. Also zum Beispiel, also abgesehen von dem Part von Lukas. Echt? Willst du meine Meinung wissen? Ja. Ich finde es komplett scheiße. Doch das nächste wird besser mit Titten auf dem Thumbnail. All the way up, kriege ja, mehr gut. Subs. Mit Titten auf dem Thumbnail hätten ja einfach Lukas eine nehmen können. Richtig. Kickst du auf mein Video, weil ich interessant bin? Oder weil die roten Kreise sich anbrennen, dein sind? Ich bin fly wie noch nie, aka Energy. Rock die Stage mit meinem Bro. Das Ding ist wirklich, was ich mir halt gerade, was mir so auffällt. Also ich will sich die ganze Zeit auf Lukas rumhacken, ne? Ja. Aber der Denergy macht da eine deutlich bessere Performance als Lukas, weil ja, der klar. Tanzt so ein bisschen, weißt du, der hat das Ganze halt im Blut und A Wife, das Einzige, was der im Blut hat, ist halt. Cholesterin. Ja. Was sind das für Schuhe, Alter? Ey, kann mir jemand sagen, was das für kranke Schuhe sind? Die muss ich mir ja selber ziehen, Alter. Warte. Die sind geil. Alter, das müssten die neuen Yeezy Boost 400. 800. 90. 94 sein. Ja, genau, die. Ey, weißt du noch Rot-Weiß? Ich hab noch ganz kurz eine Sache. Ich stopp, komm. Okay. Ich glaube, in der Szene, hier in der Szene, habe ich nämlich was entdeckt. Ja. Rote Kreise. Folgender Moment, ja. Ihr müsst euch vorstellen, die sind am Set, also mit einem Kameramann. Okay. Wife kann sich wahrscheinlich, hat sich dann nicht mehr rausgelassen. Und dann hat er einfach gesagt, Jungs, wir folgen der Szene, einfach mal Arme in die Luft, wer Lukas, also A Wife, scheiße findet. Und da finde ich es auch gut von Lukas, dass er selber dann auch schon die Hand hebt. Ja. Und zwar sogar beide, weil er sich doppelt scheiße findet. Fand ich nicht schlecht. Und da gab es noch was, in dem Track ist mir jetzt mehrmals was aufgefallen. Rote Kreise, und zwar immer dieser verliebte Blick. Von Lukas. Ja. Ja. Er schaut ihn. Ich glaube, da sind Gefühle. Ja. Im Spiel. Absolut. Ja, ich glaube, also da kommt als nächstes von Lukas ein Outing. Ey, weißt du noch Rot-Weiß, jetzt, Mann? Achtung. Ja, Mann, so ein Song, nie wieder. Papa, ich schwör, nie wieder. Aber Spaß beiseite, ohne diese Kreise macht man gar keine Klicks mehr. Oh ja, Mann. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja, also, Mann. Lass das machen, worauf wir Bock haben. Scheiße, Mann, ich brauch die Klicks nicht. Denn die Kreise sind nicht wichtig. Mann, siehst du das Licht nicht? Worauf du Bock hast, ist wichtig. Scheiße, Mann, ich brauch die Klicks nicht. Denn die Kreise sind nicht wichtig. Mann, siehst du das Licht nicht? Worauf du Bock hast, ist wichtig. Worauf du Bock hast, ist wichtig. Aber es ist gut gefilmt. Es ist gut gefilmt. Muss man den Leuten lassen? Ja, das musst du dem Netzwerk lassen. Ja. Das schade. War es dann auch schon. Wirklich schade. Vielleicht, Sascha, jetzt ganz kurz dein Fazit zum Song und der Performance von Evive HD. Also man kann ja, jetzt ja generell, kann man ja froh sein, dass Lukas nicht viel in dem Track gemacht hat. Richtig, also ich nochmal Props an Denergy, ja. Falls du das hier siehst. Scheint es mir echt ein korrekter Dude zu sein. Deine Performance hat mir richtig gut gefallen. Ja. Also von mir gibt es auf jeden Fall 8 von 10. Ein Recall. Ja. Von mir gibt es ein Ja. Ja. 8 von 10, richtig. Ja. Bei Lukas ist ja kein Geheimnis, dass da Hopf und Malz verloren ist. Absolut. Und mach es einfach nie wieder. Gut, Leute, dann guckt euch das Video doch mal an. Es ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, dann sind wir fertig, oder? Ja. Super, dann gehen wir jetzt einfach. Dann kommen wir. Das ist super. Sehr schön. Tschüss. Ja, gut, aber
habe ich gesagt, dass ich dicker geworden bin, aber danke auf jeden Fall fürs Video. Leute, checkt den Song aus, erster Link in der Videobeschreibung und...